Hallo und herzlich willkommen zum Citizen Report. Ja, es hat geklappt. Wir sind wieder in der Constellation aufgewacht, auf dem Teaser Spaceport, auf Lovell, auf Hurston. Nee, Quatsch, hat natürlich nicht geklappt. Nö, schöne war. Oh, guck hier, schön Ausblick auf die Hammerhead. Jo, wo bin ich aufgewacht? Mal wieder einloggen. Grimhex, wie soll es auch anders sein? Ist ja ziemlich dicht dabei, 32 Millionen Kilometer. Ja, ich war ja hin und her gerissen zwischen erstaunt und stinkig. Aber okay, nützt ja nichts. Also sind wir hier nochmal hergeflogen. Ich hätte auch eine Landung im Hangar geschafft. Ich war schon, ja, sagen wir mal, einen Zentimeter über der Luke. Da haut mich irgendwas zur Seite weg und als wenn es eine Windböe war und natürlich gleich komplett voll in die Barriere rein, die No-Fly-Zone, Schiff explodiert und peng, aufgewacht wieder auf Grimhex. Ich war begeistert. Aber ich gebe ja nicht auf. Mal gucken, da sehen wir auch meine Vanguard-Waden noch. Die stehen nämlich jetzt wieder an Port, an Gate 3 diesmal. Ne, schön wieder außerhalb gelandet, ohne Probleme. Und auch mit Hover-Mode, das habe ich hingekriegt. Und war zwar immer noch ein bisschen tricky, also da müssen sie auf jeden Fall noch dran arbeiten, tun sie glaube ich auch wohl. Ja, und dann bin ich hier eben wieder hergelatscht, damit wir hier an der Stelle weitermachen können, denn wir wollten ja noch eben ein bisschen was von den Schiffchen hier zeigen. Und ja, den oberen Bereich kennen wir soweit. Das war ja jetzt hier, wie gesagt, das ist ja die Luxusvariante. Es gibt ja auch von der Constellation, sagen wir mal, so ein Allrounder, der ist natürlich nicht hier so edel. Da sind dann hier mehr, ich glaube, ja, irgendwelche Kontrolleinheiten und so weiter. Und dann gibt es natürlich die Explorer-Version. Wieder mit extra Scannern drin und so weiter, wie wir das auch von der Terrapin kennen. Habe ich, glaube ich, schon gezeigt, die Terrapin. Ja, und das ist eben so die Luxusvariante. Mit dem Pool, der immer noch nicht geht. Irgendwas klickt hier. Ah, geht nicht. So, und hier ist der Fahrstuhl, das haben wir noch nicht gesehen. Die Brücke hatten wir ja schon gesehen. Und hier ist ja so gesehen der Aufenthaltsraum. Und hier geht's in den Keller. Sit. So, machen wir mal ein bisschen Licht. Jo, hier ist der, ja, eigentlich so der Laderaum. Phoenix hat ja jetzt wieder eine etwas andere, ja, Aufgaben, sag ich mal. Und hier kann man, glaube ich, aber auch, hier sind wieder diese Lademagnete. Und ich denke mal, das hier ist ja auch ein Fahrstuhl, um noch da einen Rover drin zu parken. Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Irgendwie ist das hier. Oder geht es noch einen tiefer? Nee. Nee, nee, das müsste das eigentlich sein. Aber runterfahren kann ich das jetzt hier auch nicht. Ich muss zugeben, ich bin auch das erste Mal in der Phoenix drin, in der Andromeda. Das ist die ja, Allround-Version, sag ich mal. Da war ich schon öfters. Komme ich hier jetzt auch wieder hoch? I love it. Klasse. Och, Menno. Ach, da. Ich wusste doch, dass es da was gibt. Na? Ja, nice. Ist alles so ein bisschen tricky. Ja, okay, da hinten waren ja der. Hier ging es ja zur Andromeda, ne, zum Beiboot. Und hier sind so gesehen die Kabinen der Gäste. Hier müsste auch noch eine sein.
Zack. Oh, vielleicht haben wir uns hier ausloggen sollen. Ja, soweit dazu. Dann gucken wir uns noch eben den Rest von der Hammerhead an. Da waren wir ja irgendwie... Ah ne, hier war das mit dem Blödsinn. Hier war das ja mit der... Schwedisch. Hier geht's zur Brücke, so war's. Können einige eben die Bar plündern. Hier ein schönes. Ah, alles festgeklebt. Oder Dummies. So. Dann mal wieder zur Brücke. Genau. Hier darf dann das gemeine Volk schlafen. Und hier war ja die Brücke. Genau. Mal ganz kurz gucken. Das glaube ich jetzt auch kein Turret-Turm, sondern... oder weiß ich jetzt gar nicht. Also bei der Explorer-Variante ist da, glaube ich, der Scanner drin. So schön laut. Weil bei den Scanner-Varianten, da geht es ja um... ja, eben vermehrte Möglichkeiten haben, was zu entdecken. Und deswegen sind da meist die Scanner nochmal extra. Guck, hier sehen wir schön die Archimedes. Das hier ist eigentlich die Ladeluke oder die, wo wir gerade drauf gestanden haben, aber das scheint nicht zu gehen. Doch, oben Cargo B. Da. Na guck. Und das ist das, wo wir gerade gewesen sind. Genau. Na, da geht der kleine Fahrstuhl nach oben. Und hier kann man dann, wie gesagt, entweder Fracht draufpacken oder einen Rover. Dann ist das auch geklärt. Genießen wir nochmal den Ausblick. Ich weiß jetzt gar nicht, Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang? Ich glaube Sonnenaufgang. Ist schon cool. So, hier sehen wir die mächtigen Wummen von der Hammerhead. So, wir waren letztes Mal da hinten reingegangen, glaube ich. Das war hier irgendwo, ne? Was jetzt? Entweder war das die Luke von der Constellation, dass die wieder zugegangen ist, oder irgendjemand anders turnt hier rum. Das kriegen wir doch natürlich ja nicht auf der... Ihr müsst doch höllisch aufpassen, dass ihr nicht zerquetscht wie es. Ich glaube, das Ding muss auch mal repariert werden. Main Deck. Ja, latschen wir da nochmal hoch. So. Wieso muss das jetzt so dunkel sein? Kann man das hier aufmachen? So, ich wollte... Das ist das Blöde jetzt. Ah, da geht's raus. Ah, guck hier. Da sind wieder also Konsolen, woran gearbeitet werden kann. Hier haben wir einen kleinen Überblick über den Laderaum.
geht es hoffentlich weiter. Genau. Ach, da kommt jedes Mal die Kaufoption. Ja, insufficient credits. Ist klar. Ja, kriege ich jetzt nicht auf, dann muss ich das kaufen. Ah, guck, ja, hier ist der Aufenthaltsbereich für die Mannschaft. Mit Küche, Kombüse und so weiter. Und Radau. So, und hier... Oh, hier, guck. Und eine Speisekammer. Okay. Wie gesagt, ich bin auch einmal, bin ich hier mal so kurz durchgerannt bisher. Das ist auch schon wieder eine Weile her. Da geht es wieder nach unten, oder? Go down. Das wollen wir nicht. Beziehungsweise, dann, doch, wir sind jetzt ja am Upper Deck. Also im oberen Deck. Was ist das? Achso, da waren wir ja gerade. Okay, das ist da. Ja, dann können wir hier auch wieder runtergehen. Springen geht auch. So, gehen wir wieder hier lang. Das kennen wir ja schon vom letzten Mal. Genau, hier waren die Schlafkabinen. Da geht zu den Turrets. Ne? Nee. Ach, hier, das sind die Escape Pods. Hier kann man sich also dann ja, im Notfall rausschießen lassen. Genau, da waren die Turrets. Hier sind da wahrscheinlich auch Raumanzüge oder was drin. Und dann kann man sich hier in so einen Escape Pod retten und wird dann aus dem Schiff rausgeschossen, bevor es zerstört wird. Hier geht's weiter. Moment, hier oben. Ja, ich wollte aber hier noch eben gucken, was war hier noch? Hier ging es auch irgendwie noch weiter. Ist das der Captain Place? Könnte wohl sein. Ah, ich glaube wohl. Ja. Das ist die Captain-Kabine. Der hat ja Einzelzimmer. Hat er ja auch Anspruch drauf. Also ich mag das schon, ne? Diese ganzen Details so. Ne? Guck mal, Klopapier gibt es ja auch. Jo, das ist so Captain's Quarter. Dann kann es ja eigentlich nicht weit sein bis zum... Das ist wahrscheinlich noch so ein Turret. Und irgendwo muss es hier zum... nach oben gehen. Cargo Engine Room Bridge. Genau. Da geht's lang. So, hier geht's wieder runter. Das hatten wir schon. Also ich versuche mal, also da geht's hier links und rechts geht's hier wieder zu den Turrets und das war ja hier so ein... Genau, da ist die Schleuse, jetzt sieht man das auch. Das ist wahrscheinlich so zum Andocken gedacht. Wenn man dann mal an so eine Raumstation andockt, wo man nicht landen kann. Und hier geht es nämlich zur Bridge. Kann ich den Fahrstuhl rufen? Wir nehmen mal die Leiter. Und da sind wir auf der Brücke. War schon cool, wa? Hey, da sitzt ja schon einer. Moin! Ja, ist ziemlich klein eigentlich.
Ich meinte auch, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit einem anderen Schiff verwechsel, dass es noch eine größere, eine zweite Brücke gibt. Komme ich wieder weg? Go up. Ah. Ich meinte, dass oben auch noch eine Brücke ist. Oder ich verwechsel das jetzt mit einem anderen Schiff. Das kann natürlich auch sein. Nee, das ist es aber. Ja, guck. Haben ein bisschen was von der Hammerhead gesehen. Gott, war ein Radau hier. Da geht's hier. Ich meine, war doch noch was. Nee, das war der Port. Nee, ich glaube, das war schon. Großen und Ganzen. Also wenn ich jetzt was übersehen habe, seht es mir nach. Das ist ja der reinste Jägergarten hier. Dann gehen wir noch hier mal gucken. Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Center Turret. Oi. Moin. Jawohl. Können wir jetzt hier ein bisschen rumballern? Wahrscheinlich nicht. Kann mich nicht mal bewegen. Kaufe ich das Schiff noch. Ging da gerade was? Nein. So, bye, bye, bye. Increase Intensivity, Power on. So, aber irgendwie muss ich auch nicht. Ist ja irgendwo auch klar. Ist auch nur ein Ausstellungsstück. Exit. Ich dachte schon, ich bin abgestürzt. Ich meinte, dass hier noch eine dritte Ebene gibt, aber okay, so sehe ich mich wahrscheinlich. Ja, mach auf die Tür. Hallo. Okay, was war hier? Ah ja, Captain, please. Cargo Engine Room, Bridge, nee, das ist das alles. Das war alles. Das sind die Turrets. Na, guck, hier ist auch noch so eine Station. Na, und dann kann dann so, wenn jetzt das Schiff mal so richtig im Einsatz ist, so kampfmäßig oder sowas, dann kann hier an so jedem Terminal ein Spieler platziert werden. Was weiß ich, was hier jetzt ist. Kann man das hier sehen? Components, ja. Power Plant. Zum Beispiel hier so Power Plant. Ne, und wenn es jetzt irgendwie Energie umgelegt werden muss, ne, man kann ja die Energie auf die Schilde setzen oder auf die Waffen oder auf den Antrieb oder das entsprechend verteilen. Das kann dann hier so ein Bordingenieur machen. Und somit so ein Schiff natürlich wesentlich effizienter führen oder betreiben, als jetzt einer alleine, der alles an seiner vom Cockpit aus machen muss. So. Und hier geht es ja nach unten, ne? Ah, ne, hier geht es ja nach oben. Hatten wir. Geht es da hinten noch irgendwie weiter? Ach ja, genau, hier war ja noch was. Ja, ein Turret. Okay, gut. Springen, komm her. Wir sind mutig. Und wir haben es. Oh, wir haben einen kleinen Damage gekriegt, sieht man in dem roten Dings, aber es war nicht viel. Wenn es jetzt mehr geworden wäre, wäre unten links das Männchen. Hätte dann irgendwie Bein oder Arm oder mehr, würde in Rot anzeigen.
Und dann müssen wir uns ein bisschen Medizin geben. Guck, da haben wir nochmal einen kleinen Ausblick auf das Zentralgebäude. Halbwegs. Hinter dem Ding da. Jo. Ist schon ein Riesenteil. Aber ich weiß nicht, ob man sowas haben muss. Ich meine, wie gesagt, es gibt ja, ach, habe ich glaube ich gar noch gar, habe ich noch nicht gesagt. Es gibt ja die Möglichkeit, Organisationen beizutreten, die privater Natur sind, also nicht von Ersteller hier kommen, sondern die jeder Spieler selber gründen kann. Und es gibt auch schon sehr große Orks, nennt man das, die ja gerne auch Mitglieder aufnehmen. Und da wird dann unterschieden, auch mit Roleplay oder eben locker. Naja, also kann man sich ein paar Orks angucken und da eventuell mitnehmen, mitmachen und dann ja, werden die sicherlich später, wenn es jetzt natürlich auch schon probeweise, aber dann werden die sicherlich später auch noch ja, gemeinsame Missionen und Sachen machen, die man eigentlich dann auch nur mit einer größeren Crew machen kann. Was alleine ein bisschen schwierig wird. So, ich würde mal sagen, wir fahren dann mal zurück zum Legion Square, beziehungsweise zum Metro Center. Ist hier was? Und, ja, wir haben jetzt, glaube hier alles soweit gesehen. Ich will hier noch mal gucken, wie das war. Da letztes Mal noch die Tasche, steht da immer noch. Also auf unseren Flughäfen wäre hier schon längst Alarm. Naja, das kannten wir ja schon. Bumm. Diese Automaten übrigens funktionieren nicht. Also stehen überall rum, machen Krach. Aber funzt nicht. So, wir gehen mal wieder zurück zum Zentrum. Und dann gucken wir mal, dass wir da ja, und schon mal so weit aufstellen, dass wir in der nächsten Folge hier die Mission annehmen können. Von diesem Danieli oder wie der hieß. Clover. Ich glaube Clovis oder Clover Danieli. In der Hoffnung, dass wir dann hier auch wieder aufwachen. Aber wenn nicht, werde ich das dann wieder so weit vorbereiten, dass ich hier erst wieder herfliege. So, Spaceport Line. Hier geht's. Hä? Dieser Spaceport bin ich doch. Ich. Doch, Metro Center ist das doch, ne? Ja, alle sieht wahrscheinlich. Nee. Doch der. So. Ich hoffe mal, das ist richtig. Ich habe immer noch Licht an. Zack. Ja, Teaser, Spaceport und Metro Center ist, glaube ich, nur eine Linie. Ja, genau. Metro Center.
Jetzt zeigt er mir sämtliche Schiffe an, in denen ich gewesen bin hier. Die Hammerheld und die Phoenix. Ja, mach Tür auf. So. Exit. Transfers to the perimeter, spaceport and industry lines. Jo, hier geht's lang. Welcome to Metro Center. Transfers to the perimeter, spaceport and industry lines. Den Plan sollte man sich mal abfotografieren hier. Screenshot oder so machen. Points of interest. You are here. Oh. Need a job? Person Dynamics is currently hiring in multiple departments. If credits are tight, we even offer a credit advance for new qualified employees. See your local recruiter. Guck, hier komme ich doch wieder zu den Residenzen. Genau. So, wir haben jetzt knapp 30 Minuten. Jetzt noch eine Mission anfangen ist natürlich schwierig. Die wird mindestens auch 20 Minuten dauern. Und ich würde sagen, wir gucken zum Folgenende mal, ob wir hier uns eine Wohnung mieten können und da ausloggen können. Und dadurch eventuell hier auch wieder ja, respawnen. Glaubt er ja nicht dran, aber versuch mal klug. Nehmen wir doch mal gleich mal diesen Aufzug. Aber ich denke mal nicht, dass das geht. Obwohl, hier ist grün. Geht aber nicht. Hätte mich auch gewundert. Schade eigentlich. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir unten ein bisschen Billard spielen. Oder wenn wir uns mal irgendwo hier hinsetzen können. Dass man dann vielleicht auch hier wieder einloggt. Darum geht mir das. Gehen die hier? Nee. Irgendwann werden die gehen. Bin ich sicher. So. Dann würde ich sagen, setzen wir uns doch mal hier zu dem jungen Mann. Funktioniert doch halbwegs. Ja. Na. Ja, da sitzen wir jetzt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal zu dem netten Herrn und gucken mal, ob er einen Auftrag für uns hat. Und ja, jetzt 30-Minuten-Folge. Eigentlich wollte ich 30, 35 Minuten hier bei Star Citizen machen. Nicht unbedingt mehr, aber die Missionen sind ja manchmal länger. Dann müssen wir natürlich auch ein bisschen überziehen.
Aber so 30 ist eigentlich so das Minimum, was ich machen wollte. Aber je nach Situation muss es dann eben auch mal mehr oder weniger werden. Ich wollte ja auf jeden Fall noch die Hammerhead und das noch ein bisschen ausführlicher zeigen. Dann, so schnell kriegt man da auch nicht Gelegenheiten zu. Und ja, wir machen in der nächsten Folge weiter. Wie gesagt, gucken wir mal, ob wir eine Mission machen können. Und in der Zwischenzeit übe ich vielleicht noch ein bisschen was mit dem Hover-Mode, wenn ich mal selber spiele. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.